Hallo liebe Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ein Zuschauer dieses Kanals, der sich ein Video von mir angesehen hat, was ich über Shadow gemacht habe, hat mich darauf angesprochen, dass es möglich ist, den Shadow Client auf dem Fire TV Stick zu installieren und darüber zu zocken. Und ich habe mir gedacht, das ist in der Tat eine spannende Idee oder eine spannende Sache, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Weil rein theoretisch müsste das ja funktionieren, da der Fire TV Stick auf Android basiert. Und für Android-Smartphones, da gibt's die Shadow App. Wie ihr die Shadow App auf dem Fire TV Stick installiert und wie das Ganze läuft, das erfahrt ihr in diesem Video. Also dranbleiben. Nach dem Intro geht's los. Im Shadow Community Forum gibt es eine Anleitung, wie man die Shadow App auf dem Fire TV Stick installiert, und an die Anleitung habe ich versucht, mich zu halten. Allerdings hat das nicht ganz geklappt und deswegen bin ich ein bisschen von der Anleitung abgewichen und habe mein eigenes Setup aufgebaut. Ich habe das hier noch liegen. So sieht das Ganze aus. Im Prinzip sieht das wirklich schlimm aus, aber es ist gar nicht so schlimm. Ich zeige euch das mal kurz. Vom Prinzip her braucht ihr am Ende einfach gar nichts. Ich habe das Ganze versucht auf einem Fire TV Stick 4K. Da gibt es auch eine Fernbedienung zu. Die liegt hier hinten. Das ist das, was ihr braucht. Dann braucht ihr ein USB-OTG-Kabel zum Anschließen von USB-Geräten an eurem Fire TV Stick. Ist im Prinzip total simpel. Hier ist ein Anschluss, da kommt der Strom rein. Da ist der Anschluss, der kommt in den Fire TV Stick rein. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, ein USB-Gerät anzuschließen. Ich habe mir gedacht, da muss vielleicht ein bisschen mehr dran als nur eine Maus und eine Tastatur, weil ich ja im Prinzip nicht mit dem Game Controller spiele, sondern mit, ich spiele mehr PC-Spiele und deswegen brauche ich mehr eine Maus und eine Tastatur, die Logitech MX Keys und die MX3 Master habe ich dazu benutzt, um mehr als ein Gerät anschließen zu können. Habe ich mir einen USB-Hub geholt, der ist darüber angeschlossen, quasi an den Fire TV Stick direkt. Da kommt dann ein Unifying-Empfänger von Logitech rein, der sich gleichzeitig mit der MX Keys und der MX Master koppeln kann, und weil ich noch ein paar USB-Anschlüsse frei habe, habe ich einen USB-Stick benutzt, um die App darauf zu flashen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich. Und damit ihr seht, was ich da machen wollte oder beziehungsweise gemacht habe, brauchte ich natürlich auch noch etwas, um den Bildschirm vom Fire TV Stick irgendwie aufnehmen zu können. Und weil ich da überhaupt kein Equipment für habe, es sei denn, ich setze die Kamera vor den Monitor und nehme den Monitor auf, was aber qualitativ nicht so geil ist, habe ich meinen guten Kollegen Mpox gefragt. Und er war so nett und hat mir seine Game Capture Card geborgt, die ich dann genutzt habe, um das Bildmaterial dafür vom Fire TV Stick aufzuzeichnen. Das hat allerdings auch nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte, weil das Signal vom Fire TV Stick verschlüsselt ist mit HDCP, und dafür musste ich mir dann einen HDMI-Splitter holen, der das Signal aushebelt, um es dann aufnehmen zu können. Es ist wahnsinnig wild, das Setup, aber eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es einmal stehen hat. Wie auch immer. Alles, was ihr braucht im Prinzip, ist so ein Amazon Fire TV Stick, ein USB-OTG-Kabel und vielleicht ein USB-Hub und eine Maus und eine Tastatur, die ihr daran anschließt. Mehr braucht ihr nicht. Übrigens, ihr braucht nicht unbedingt einen Fire TV Stick 4K, sondern es reicht doch ein Fire TV Stick ab der zweiten Generation, weil die sind OTG-fähig. Das heißt, ihr könnt ein USB-Laufwerk dran anschließen. Geht auch übrigens mit Festplatten und Druckern, wenn ihr da irgendwelche Ideen zu habt. Also nochmal kurz zum Aufbau. Ihr habt den Amazon Fire TV Stick. Da kommt das USB-OTG-Kabel rein in die Powerbuchse, und dann habt ihr quasi so einen Y-Stecker. Hier steckt ihr dann den Strom rein und hier habt ihr die Möglichkeit, ein USB-Laufwerk anzuschließen. Ich habe da kein USB-Laufwerk dran angeschlossen, sondern ein USB-Hub, der keine extra Stromversorgung braucht. Daran kam der Unifying-Empfänger für Maus und Tastatur. So. Das funktioniert dann übrigens instant, das heißt, ihr könnt die Tastatur benutzen und direkt darin tippen und suchen. Das ist extrem praktisch übrigens auch, wenn ihr auf dem Sofa sitzt. Das ist ein bisschen einfacher als mit der scheiß Fernbedienung. Wobei, der hat ja auch hier Alexa, aber ist auch scheißegal. In dem Hub werdet ihr im Prinzip eigentlich fertig, wenn ihr jetzt hier Maus und Tastatur angeschlossen habt. Aber ich habe es auf Biegen und Brechen nicht nach der Anleitung hinbekommen, mir diese scheiß Shadow-App runterzuladen, also über dem Fire TV Stick runterzuladen und da zu installieren. Wenn ihr da Apps installieren wollt, müsst ihr so oder so erst in die Einstellungen von dem Fire TV Stick gehen. Und das ist der allerwichtigste Schritt. Ihr müsst das ADB-Debugging aktivieren und die Installation von fremden Quellen zulassen. Und dann funktioniert das. Jedenfalls bin ich dann auf APK Mirror gegangen und habe mir die Shadow App runtergeladen, am PC auf den USB-Stick gezogen und den USB-Stick hier reingesteckt. So. Dann ist das da drin. Um die Dateien dann von dem USB-Stick verwalten zu können, musste ich mir nur noch die offizielle App aus dem
Fire TV Store runterladen, die sich schimpft Total Commander. Damit könnt ihr dann die APK, die Shadow APK, einfach installieren. So, und dann bin ich vor ein kleines Rätsel gestoßen, weil es im Prinzip nicht funktioniert hat. Ich habe Shadow gestartet, ich konnte mich nicht darauf einloggen, weil ich meine Login-Daten nicht eingeben konnte, weil die Tastatur in der App nicht funktioniert hat. Und dann war ich etwas frustriert, weil ich hatte mir das ganze schöne Setup hier aufgebaut. Es hätte theoretisch alles laufen müssen, aber es lief nicht. Und ich habe bis heute keine Ahnung, warum. Und weil ich so frustriert war, habe ich den ganzen Scheiß erstmal 2-3 Tage liegen lassen und es dann einfach nochmal versucht. Und komischerweise ging das dann mit der Shadow-App. Ich konnte mich darin einloggen, im Shadow. Ich konnte meine Shadow, also die Desktop-App, starten. Und Steam starten und Maus, Tastatur, es hat alles funktioniert, allerdings nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Also es hat wahnsinnig geruckelt, der Fire TV Stick ist mit einem 5 GHz WLAN-Netzwerk verbunden und ich habe auch einen Speedtest bei Shadow gemacht, da kamen 94 Mbit an und 75 Mbit habe ich eingestellt und es lief einfach nur ultra scheiße ruckelig, also unspielbar. Man kann darin arbeiten. Man kann zum Beispiel, könnte theoretisch ein Word-Dokument darin schreiben, wenn man möchte. Aber dafür ist ein Shadow ja nicht gedacht. Mein Fazit von diesem ganzen Experiment ist, ja, man kann Shadow auf dem Amazon Fire TV Stick installieren und es läuft auch, es funktioniert. Aber spielen darauf kann ich leider nicht. Also ich persönlich, ich könnte damit nicht zocken. Vielleicht Solitär oder so, aber keinen richtigen Shooter. Ich hatte es mit Fallout 4 probiert. Das ist zwar grafisch nicht so aufwendig, aber es sollte einfach mal als Test dienen, damit ich weiß, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und es funktioniert nicht. Wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, also das ganze Setup oder das ganze Drumherum, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch alles Material, was ich verwendet habe, alle Apps, alle Links zu den Downloads und so weiter, habe ich euch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Da ist auch übrigens der Link zu Mpox, seinem Kanal. Mpox ist ein extrem cooler YouTuber, der macht unter anderem Gameplays, hat er früher mal mehr gemacht, heute weniger. Heute hat das mehr mit 3D-Druckern, Staubsaugerrobotern und ja, Gaming-Hardware auch zu tun. Also, falls ihr euch dafür interessiert, dann auf jeden Fall bei Mpox vorbeischauen oder generell schaut da einfach mal vorbei und sagt ihm Hallo und sagt, von wo er kommt. Dann weiß der Junge auch Bescheid. So, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dieser ganzen Thematik hier habt, dann stellt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich und garantiert beim nächsten Mal. Haut da rein. Bis dahin. Ciao.